So, hallo und willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Brainbow heute mit dem Kalken. Ja, aber auch heute nur mit mir. Denn, ja, keine Ahnung, ich hatte gerade irgendwie. Na, ich habe heute Morgen schon was aufgenommen. Aber ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass mein Sound total, ja, nicht da war, weil ich ein bisschen was Einstellungen geändert hatte und das hat nicht so ganz funktioniert. Da muss ich irgendwann nochmal gucken, wie ich das mache. Und ja, heute wieder eine Runde Brambo, diesmal aber wieder solo. Ohne Evo-Ferry, ohne ich komme morgen. Mal gucken, was heute draus wird. Und heute haue ich wie immer ein paar Informationen raus. Yay! Und würde euch auch alle gerne mal so was am Rande fragen. Yay, ich bin heute voll motiviert und so. Okay, in 20 Sekunden geht's los. Ich habe jetzt mit Absicht kein Team gewählt, weil ich in ein Random-Team reinkommen will. Oh, Luciferion. Der Sub ist online. Da, der Gelb. Der ist Sub. Krass, mich wundert, dass ich so Leute hier sehe. Okay, ich bin im Team Blau. Finde ich okay. Und das wird ein hartes Match alleine, weil Luciferion. Nein, ihr kriegt den roten Block heute nicht. Sehe ich nicht ein. Und es leckt! Das ist ungewohnt. Aber da ist er schon direkt, der rote Block. Ich schieße mal bei Gelb rein. Ha, Luci ins Gesicht. Schade, ich habe gedacht, ich krieg den noch. Nee, aber ich muss heute allgemein mal so ein bisschen gucken, wie ich das mache. Weil. Zu spät getroffen. Nee, keine Ahnung, ich bin auch heute irgendwie ein bisschen unmotiviert gewesen zum Aufnehmen. Deswegen hat es heute so lange gedauert. Ich hatte es ja heute getwittert. Vor wegen, dass ich mich heute Morgen. Okay, eigentlich war es schon am Mittag, als ich aufgewacht bin. Dass ich mich da halt hinhocke und eine Aufnahme mache. Aber es kam nicht dazu. Einfach weil ich wirklich zu verschlafen war. Ich habe auch die Aufnahme. Okay, den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe auch die Aufnahme, wie gesagt, gefailt. Ich glaube, ich werde es heute Abend auch nochmal aufnehmen und als kleine Entschuldigung werde ich dann zwei Videos heute hochladen, beziehungsweise morgen. Mal gucken, was halt draus wird. Und die haben den Block weggeboxt, das finde ich nicht in Ordnung. So. Ach, komm. Ja. Das ist auch schon direkt der rote Block, das gefällt mir. Ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, worüber ich reden soll. Ach ja, ich hatte ja was von Informationen gesagt und eine Frage, die ich euch stellen wollte. Ja, genau. Ich wollte euch nämlich fragen. Ich habe das mir mal öfters überlegt, ob ich nicht doch ein Minecraft Singleplayer Let's Play machen will. Also quasi, wie ihr mich seht, wie ich im Singleplayer irgendwelche Scheiße mache. Und da wollte ich halt euch fragen, was ihr davon halten würdet. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht allzu viele Abonnenten, dass sowas Sinn ergeben würde. Aber wie gesagt, je nachdem halt, was ihr dazu sagt, würde ich das machen oder halt auch nicht. Das Duel, was ich eigentlich machen wollte mit einer Person, das ist leider, keine Ahnung, irgendwie aufs Eis gelegt. Weil, naja, die Person hat vor, nicht mehr so oft im Teamspeak zu kommen. Und ich bin ja so ein Mensch, ich gucke eh den ganzen Tag nur im Teamspeak rum. Und wollte ich einfach mal. Alter, warum treffe ich den nicht? Komm. Ich gebe dir noch einen letzter Pfeil. Und den habe ich verschossen. Okay. Erstmal Spieler töten, um neue Pfeile zu kriegen. Ja, das war das erste halt mit dem Singleplayer-Display. Dann habe ich auch noch vor, mit einem Kollegen von mir, dem lieben guten alten Saft, ein Borderlands 1 Let's Play zu machen. Also, das habe ich vor. Ich muss noch gucken. Mit Teamspeak und alles werde ich da ein bisschen rumtesten müssen und wie das mit Borderlands so abgeht. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Und ich guck dann mal, wie das so allgemein aussieht. Von, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und du schießt nicht den roten Block. Nein, das tust du nicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Komm schon. Ich fick euch weg, Lan. Oh, Mann. Unlike Pluto? Was? Unlike Pluto. Damit ihr das versteht, Unlike Pluto, ich hab, der macht Remixes. Und, ich hab zum Beispiel von ihm gibt's einen Macklemore Can't Hold Us Remix, den ich ziemlich mag. Also, ich feier den eigentlich richtig. Und, ich werd gefokust, ist auch okay. Ja, komm, töte mich doch. Dankeschön. Ja, nee. Also, Borderlands, wie gesagt, hätte ich auch mal gerne Meinung von euch, wenn ich das mache. Also, ob ich das dann mache. Müsst ihr mir halt nach wie vor ein bisschen Feedback geben, ob und ja, also ob ich das machen soll oder nicht. Und Unlike Pluto, fokust mich, Alter, das ist ja nicht mehr schön. Nee, so geht das nicht.
So geht das nicht. Okay, die Rot hat getroffen. Ich muss mal gegen Rot gehen, ey. Okay, da hat er nicht gesehen. Ist okay. Ja. Borderlands, Let's Play und Hanana. Weil ich mir halt auch gedacht habe, ich möchte nicht nur Let's Play Minecraft machen, weil es doch nach einer Zeit etwas arg langweilig wird. Und der fokust mich ja unnormal. Das ist ja nicht mehr feierlich. Und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bräuchte mal ein bisschen euer Feedback und was ihr so davon halten würdet und habt ihr nicht gesehen. Ich könnte mir es auch vorstellen, dass ich so ein Minecraft-Let's Play so von der normalen Welt mit, also auch auf einem Server mache. Aber ich bin mir halt nicht sicher und hast du nicht gesehen, aber so geht das nicht. Komm, töte mich, töte mich. Ich wollte, dass ihr mich tötet! Komm, ja, schieß mich. Sag mal, was ist denn los? Kann ich mal mein Teammate dahin gehen? Komm. Slash Kill. Ja, was viele nicht wissen, man kann Slash Kill machen, um sich selbst zu töten. Was ich glaube auch nur dabei ist, weil es ein paar Menschen gibt, die in der Mitte auch feststecken. Und dadurch halt auch nicht mehr rauskommen, ohne dass sie getötet werden, weil auch kein blauer Block drin spawnt. Ja, finde ich ganz gut, aber sollten halt mal ein bisschen mehr Leute wissen. Steht auch nicht irgendwie bei den Commands oder so dabei. Deswegen. Ist Luzi gequittet? Ja, Luzi ist gequittet, der Arme. Mann, warum ist Luzi gequittet? Das ist jetzt schade. Und ja, das Timoleons 8 Update, was auch vor ein paar, also was schon seit November eigentlich gemacht werden soll, wurde drastisch verschoben. Also seitdem drastisch verschoben. Es hieß jeden Freitag quasi, dass es kommt. War aber nicht so. Und da haben sich dann ein paar Leute doch aufgeregt und ja, hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, Timolia 1.8 Update, wenn da was kommt, kriegt ihr auch ein Bilde-Diary und alles zu sehen. Da werde ich aber auch nachher nochmal was zu sagen im anderen Video, das ich aufnehme. Ja, und halt, hast du nicht gesehen. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht, worüber ich reden soll. Wo ist der Rote? Da hinten. Da ist er. Okay, wir haben plus Herzen, weil anscheinend unsere Gegner so viel können wie ein Stück Code. Du schießt auch noch auf. Ach Gott, das war sogar gelb, was keine Herzen mehr hat. Ich habe schon gedacht. Tut mir leid. Ja. Und anscheinend kann dieser Gelbe nicht wirklich das Spiel spielen. Okay, der geht vom roten Block weg. Das macht auch keinen Sinn. Schieße ich mal und hab getroffen. Yes. So, zwei. Okay. Jetzt geht's nur noch darum, die Leute umzulegen. Ah, meh. Ja, okay. Du schimmelst eh in der Mitte. Da kann ich dich eigentlich raussnipen. Was? Wie viel Leben hatten der noch? Ich hab den noch zweimal gehittet. So, perfekt. Okay. Und dann leg ich dich noch um. Perfekt. Das war wieder mal ein solider Sieg, würde ich sagen. Und ja, ich glaube. Ich weiß es aber nicht, ob ich noch eine Folge mache. Ich bin das echt noch jetzt am Überlegen. Und ne, ich lasse es doch lieber, bis die ganzen Lobbys neu gestartet sind. Ja, dann erzähl ich noch ganz kurz was. Ihr hattet ja in der ersten Folge dieses Ist von Inzwirex gesehen, der mich öfters mal als Hacker benannt hat und auch Faggot und so weiter und so fort. Das ist ganz witzig, weil dieses Instant Bone, wozu ich ja quasi beschuldigt wurde, dass ich das gemacht habe. Ihr habt es ja alle gesehen, dass ich es nicht gemacht habe. Das ist ein Trick, den man in Rainbow machen kann. Man kann sich ja durchs, also wenn man springt, kann man ja schon mit dem Bogen quasi anziehen. Und dadurch ist man dann, sobald man auf dem Block ist, hat man halt meistens, je nachdem halt, wie man es macht, schon quasi den Bogen voll gespannt, während man auf dem Block ist. Und ja, dadurch kam halt auch das zustande, habt ihr alle gesehen. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Video. Und auf Wiedersehen. So, meine Freunde, das heißt doch noch nicht Wiedersehen, denn ich habe mir gedacht, ja, eine Bramble-Runde würde jetzt noch zu lange dauern. Habe ich mir gedacht, komm, hänge ich noch eine Splan-Runde hinten dran. Deswegen hier eine kleine Splan-Runde. Ja, klein und kompakt. Und ja. Ja. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, dass ich noch
was sagen wollte. Nein, ich hatte ja gerade eben auch die Brambo-Runde aufgenommen und habe mir dann jetzt, denke ich mir gerade so, worüber wollte ich nochmal reden? Das Problem ist, ich wollte jetzt halt kein 9-Minuten-Video durchklatschen, sondern es sollte schon ein bisschen länger sein. Und ja, genau. Ne, zu dem Borderlands 2 Let's Play, was ich eventuell doch machen würde, also gerne machen würde. Schon mal im Voraus gesagt, ich kenne das Spiel gut. Also, ich kann es jetzt nicht auswendig, aber ich kenne doch einiges, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Oh, da ist der Mongo! Der Mongo, der kleine City. Oh, das ist geleftet. Oh, ich habe schon gedacht. Und die Melika ist drin. Lol. Falls du das hier siehst, Missy. Hallo, Missy. Ja, Missy ist, ne. Ich würde jetzt sagen, gute Freundin von uns. Also von uns, den Leuten, die normal bei mir mit dem TeamSpeak-Channel rumhängen. Und ja, die liebe Kadi, die vermisst sie. Deswegen auch an dich, Missy, falls du das siehst. Kadi vermisst dich. Ja, nee, aber, oh, Missy ist schon draußen. Und das war. Gott, bin ich unaufmerksam. Ja, gut, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde, weil das war gerade peinlich. So, das ist auch schon die nächste Runde. Bin direkt drin. Und das war. Was habe ich da gerade eben gemacht? Ich war so abgelenkt. Was zur Hölle habe ich da gerade getan? So, warten wir mal für Tengu Kuno Himmel. Weil das meine Lieblingsmap ist und ich die doch gerne spielen würde, auch in dieser Aufnahme. Und meh. Ja, nee. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Nee. Und was ich hier. Ach, die Runde geht gleich los, sonst würde ich jetzt noch neben kurz bei kurz was auf Twitter gucken, aber egal. Was vielleicht einige Leute nicht wissen, ich habe auch einen Twitter-Account, was ich schon vorhin, glaube ich, tausendmal erwähnt hatte. Gott, das hört sich jetzt gar nicht an, so wie, also, abonniert mich, ja, geht auf, folgt mir. Aber, wie gesagt, ihr könnt mir gerne folgen. Ich poste da eigentlich nur random Shit. Und wenn ich sage random Shit, dann meine ich random Shit. Also, ja, random Shit halt. Also, es ist kein YouTube-Twitter-Account, sondern allgemeiner Twitter-Account meinerseits. Beste Wege, ne? Nee, aber, wie gesagt, der gute Xibrox, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, ob ich eine richtige Erinnerung habe. Aber, das ist ein ganz netter Kerl oder ein Mädchen, ich weiß es nicht. Und ja, der weiß das oder die weiß das, weil der folgt mir oder sie folgt mir auf Twitter. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Und was mache ich hier? Ich muss hier umdrehen, weil ich mich sonst daneben einge. Was zur Hölle? Bah, kann ich nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. So, aber dann sage ich jetzt leider auf Wiedersehen, meine Lieben, denn das war die Folge. Und ich denke, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.